So, für die 6b heißt es in den nächsten Wochen, Corona-Time ist Mathe-Time. In dieser Lektion geht es um harmonische Schwingungen. Die harmonische Schwingung ist eines der wichtigsten Modelle zum Beschreiben für Bewegungsabläufe. Welche Bewegungsabläufe? Das schauen wir uns jetzt an. Das kann einerseits ein Federbändel sein, das man sich darunter vorstellen kann. Das schaut dann aus wie in dieser Animation. Man sieht hier eine Feder aus Metall. Daran hängt ein Körper, der ein bestimmtes Gewicht hat. Und der zieht die Feder auseinander, woraufhin sich die Feder wieder zusammenzieht und den Körper nach oben zieht. Ich glaube, es ist klar, dass diese Bewegung, so wie in dieser Animation, nur so aussehen würde, wenn es keine Reibung gäbe. Wenn es eine Reibung gibt, so wie es in Wirklichkeit dann auch ist, wird natürlich diese Bewegung immer, immer, immer kleiner, bis das Pendel dann irgendwann ruhig bleibt. Angenommen aber jetzt, das würde keine Reibung geben und das Pendel würde immer gleichmäßig sich zusammenziehen und damit er nach quasi sich ausdehnen, dann könnte man sich die Bewegung mathematisch wie folgt vorstellen. Wir haben hier die strichlierte Linie, da spricht man von der Ruhelage des Pendels. Das Pendel zieht sich zusammen, also diese Kette zieht sich hier zusammen, woraufhin der Körper, der sich daran befindet, von der Ruhelage wegbewegt, und zwar in dem Fall jetzt sich über der Ruhelage befindet, bis die Kette sich maximal, oder diese Feder sich maximal zusammengezogen hat. Dann zieht dieser Gegenstand die Feder wieder nach unten, also die Feder streckt sich, bis der Körper in der Ruhelage ist. Da verharrt er jetzt aber nicht, sondern er zieht diese Feder etwas nach unten, also über die Ruhelage nach unten hinaus, bis die Feder sich maximal streckt. Und dann zieht sich die Feder wieder zusammen, bis der Körper wieder in der Ruhelage ist, beziehungsweise zieht sich immer weiter zusammen, bis wir wieder hier sind. Und so geht das immer, immer weiter. Wenn wir uns die dadurch entstehende Kurve anschauen, weil man kann ja diese unterschiedlichen Zeitpunkte miteinander verbinden, dann entsteht eine Schwingung, die wir bereits kennen, und zwar die Sinusschwingung. Wir schauen uns hier die Ausdehnung dieser Feder oder den Abstand dieses Körpers von der Ruhelage zu bestimmten Zeitpunkten an. Und diese Zeit messen wir in Sekunden und wir nennen sie T. Was ich jetzt einzeichne, hier sind die grünen Pfeile. Die grünen Pfeile beschreiben jeweils den Abstand des Körpers zur Ruhelage. Man spricht hierbei von der sogenannten Elongation S von T. S vom Weg, weil es ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Weg, also ein Abstand von der Ruhelage. Wir messen die Elongation in Meter und T, weil es ja abhängig ist, wie wir jetzt gesagt haben, vom Zeitpunkt T, weil das da die X-Achse, die Zeitachse ist in Sekunden. Das heißt, die Elongation ist nichts anderes wie mit einem Vorzeichen versehene Abstand des Körpers von seiner Ruhelage zum Zeitpunkt T. Warum Vorzeichen behaftet? Naja, ist klar. Manchmal befindet sich der Körper ja über der Ruhelage. In dem Fall würde man von einer positiven Elongation, also von einem positiven Abstand sprechen. Und manchmal befindet sich der Körper unter der Ruhelage. Da spricht man von einem negativen Abstand in dem Fall. Man stellt sich die Ruhelage einfach als X-Achse vor. Über der Ruhelage bin ich ja im positiven Bereich. Unter der X-Achse, also unter der Ruhelage, befinde ich mich im negativen Bereich. Dann gibt es jetzt hier zwei wichtige Zeitpunkte. Ich markiere es jetzt da, oder zwei wichtige Abstände, die markiere ich jetzt in Pink. Hier spricht man von der sogenannten Amplitude. Und die Amplitude beschreibt die maximale Auslenkung in Metern von der Ruhelage. Diese Amplitude gibt man positiv an. Das heißt, man hat Hausnummer einen maximalen Abstand von 5 Metern. Dann hat man diese 5 Meter ja auch hier. Es wären hier zwar negative 5 Meter, das wird aber eh durch die Elongation angegeben, weil die ist ja Vorzeichen behaftet. Und die Amplitude sagt jetzt einfach nur, wie groß dieser Abstand maximal ist. 5 Meter in diesem Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Ja, also das ist die Amplitude. So, diese Zeitspanne hier, solange es dauert, bis
eine volle Schwingung abgeschlossen ist, nennt man die Schwingungsdauer und wir bezeichnen sie mit Groß T. Wird natürlich auch in Sekunden jetzt angegeben. Also wie lange es dauert, bis einmal eine volle Schwingung vollzogen ist. An diesen Begriff Schwingungsdauer ist die Frequenz gekoppelt. Die Frequenz beschreibt die Anzahl der Schwingungen, die man pro Sekunde schafft. In Hertz, wird mit Hz abgekürzt. Warum ist jetzt die Frequenz und die Schwingungsdauer aneinander gekoppelt? Naja, ganz klar, allgemein gesehen, sagen wir mal, eine Schwingung hat eine Schwingungsdauer groß T, also die Dauer, bis eine Schwingung vollzogen wurde. So gilt für die Frequenz F, dass ich sie durch 1 durch T berechne. Naja, warum? Wir haben jetzt ja gerade gesagt, die Frequenz beschreibt die Anzahl der vollen Schwingungen pro Sekunde. Wenn ich für eine volle Schwingung groß T Sekunden benötige, muss ich logischerweise 1 durch T dividieren, damit ich auf die Anzahl der Schwingungen komme, die ich pro Sekunde schaffe. Ein einfaches Beispiel dazu. Angenommen, ich habe eine Schwingung mit einer Schwingungsdauer T ist gleich 0,5 Sekunden. Es dauert eine halbe Sekunde, bis eine volle Schwingung vollzogen wurde. Dann glaube ich, kommen jetzt auch die nicht so mathematikaffinen Leute gleich drauf, wie groß die Frequenz ist. Naja, wenn ich für eine Schwingung eine halbe Sekunde brauche, dann schaffe ich in einer vollen Sekunde logischerweise 2 Schwingungen. Also die Frequenz wäre in dem Fall 2 Hertz. Wenn ich es mit der Formel ausrechnen würde, würde ich hinschreiben, F ist gleich 1 durch T, für T 0,5 Sekunden einsetzen. Das berechnet man jetzt entweder geschickt im Kopf, 1 durch 0,5 ist 2, oder man tippt es in den Taschenrechner ein. Es kommt auf jeden Fall 2 Hertz raus. Ich schaffe 2 volle Schwingungen in der Sekunde, wenn eine volle Schwingung eine halbe Sekunde dauert.